Heldenphase. Er möchte seinen Heilspell auf die Reaper machen. Deine Kommando-Points da? Befehlspunkte? Brauche ich nicht. Also ich habe ja noch einen Befehlspunkt. Das hast du jetzt gekriegt, genau. Genau, einen habe ich jetzt wieder, gekriegt. Aber ich in der Heldenphase darf ich ja erst spellen und danach noch meine Befehlsaktion machen. Achso, ich dachte, das klappt zuerst. Ne, das ist beliebige Reihenfolge, es ist nur wichtig, dass es beides in der Heldenphase passiert. Das ist eine 8, kannst du hier in der Ecke bannen. 30 Zoll ist das jetzt. Ansonsten kommen nämlich die beiden Reaper, er ist doch auch ein Zauberer, oder? Ja, jetzt wo du sagst. Ansonsten kommen die beiden Reaper nämlich auf jeden Fall wieder, weil der ja durch das Nagashi-Sa immer plus W3 Modelle, plus 3 Modelle safe regeneriert. Mit einer 3 ist der Bannwurf nicht so richtig erfolgreich, dementsprechend. Ja, das hat er extra gemacht, weil seine Jungs, die wollen noch ein bisschen mehr Moschen. Ja, genau. Kann ich auch gut nachvollziehen. Ja. Kommen da die Modelle zurück. Seine Befehlsfähigkeit brauche ich gar nicht einzusetzen. Okay. Halt, stopp, seine Befehlsfähigkeit, weil er ist nämlich mein Anführer. Er dürfte theoretisch auch Modelle zurückholen, da hier in der Ecke aber nichts gestorben ist, leider. Es ist ein Lebenspunktverlust. Ich kann mit ihm nur komplette Modelle zurückholen. Kann er nichts machen, aber der Nador Schwarz kann seine Befehlsfähigkeit noch einsetzen und der sorgt dafür, dass dieser Mob Herr Spirit Host gleich plus eine Attacke hat. So, die Hexwraiths sind noch komplett innerhalb von 12 Zoll zum Lord Executioner und bewegen sich dementsprechend einmal nach hier hinten durch. Wusch, ich positioniere die einmal off-cam, damit das nicht so gewackelt wird. Die Hexwraiths haben sich da hinten hinbewegt, da die über eine Einheit drüber geritten sind, werden jetzt durch ihre gespenstische Jägerfähigkeit ein bisschen Schaden verursachen. Jede 5, also eine, gibt eine tödliche Verwundung für die Big Stubbers. Das ist ein Safe Roll, der nicht bestanden ist. Dementsprechend bekommen die eine tödliche. Dann haben die noch 3. Dann haben die noch 3. Wir machen weiter mit der Bewegung. Die hüppern hier einmal rüber. Ach ne, die hüppern hier rüber. Halt, stopp. Nichts Falsches machen jetzt. So, die hüppern hier rüber. Wusch, wusch. Ja, für den Knight of Shrouds muss ich mal überlegen. Der Knight of Shrouds springt einmal hier so rüber. Und die Mortis Engine habe ich gerade gepremeasured. Kommt bis nach dorthin. Dann nehmen wir hier einmal die Canrave. Die geht dorthin. Und ich premeasure mal für die letzten 4, die hier noch verblieben stehen. 5. Ich kann nicht mehr zählen. So, die Banshee springt einmal bis nach hier vorne, damit sie mit ihrem Schrei auch mal ein paar Orks erreicht, die jetzt hoffentlich leiser schreien. Der Lord Executioner geht dorthin und die Spirit Hosts hovern einmal hier vorne rüber. So, das war's mit der Bewegung und wir fangen jetzt an mit der Fernkampfphase. Das wird für Daniel überhaupt nicht so lustig. Wir fangen mit dem kleineren Übel an, eine einzelne schreiende Banshee. Die wirft jetzt 2d6 und wenn das Ergebnis höher ist als der Mutwert der Orks, bekommen die Orks die Differenz als Schaden. Das ist eine 7. Du hast einen Mutwert von 5, da aber Modelle in 3 Zoll zu dir sind, immer noch, hast du 7, dementsprechend bekommst du keinen Schaden. Ich krieg wieder 1 von deinem. 1 bekommst du abgezogen, stimmt. Dann bekommst du eine Mortal Wound. Das wäre jetzt fair gewesen, wenn er gestanden hätte. Und die Mortis Angel macht direkt mit einem ähnlich schlimmen Gegröle weiter. Ich fange mit den Big Stabbers an. Die haben auch keinen Banner dabei, finde ich sehr gut. Okay. Eine 8, das sollte über den Moralwert kommen. Moment, hier hat erstmal eine Wunde. Ja, über 8, ja, sind 2 Stück. Ne, D3, 2 Stück. Nicht callen. 2 Schadenspunkte. Noch ein. Haben die 4 Lebenspunkte? 4 Lebenspunkte. Dann auf deinen Big Boss. Das ist eine 11. Ich glaube, bei dem ist das auch über die Moral. Das, so ein Ergebnis hätte ich mir gerade bei der Banshee gewünscht. Das wäre schön gewesen. Also. Der hat Bravery von 7. Ja, dann gibt es da auch die 3, 2 Mortal Wounds. 2 Mortal Wounds, aber der hat ja seine Kriegsbemalung, seine wuselige, das heißt 4 plus. Okay. Und den Glücksknochen dürfte ich theoretisch 1 wiederholen. Das ist so typisch. Die scheiß 1. Und dann haben wir nochmal für die Arrow Boys, ich nenne jetzt einfach mal so, eine 10 ist auch da drüber, auch da gibt es die 3. 2! Ich würfel ziemlich konstant die 2 bei den D3s, ne?
Und auch da sind, ist einer tot. Ist einer dementsprechend tot, ist macht der Dame der jetzt hier ein paar Schadenspunkte so, und wir sehen uns gleich in der Nahkampfphase wieder. Wir fangen mit der Nahkampfphase hier an. Die Canrave möchte chargen. Das ist eine 8. Ich glaube, die kommt rein. Ah, knapp. Aber ja, ist wirklich ganz knapp, ne? So. Mit gut Willen. Ja. Der Knight of Shrouds möchte chargen. Der hat eine 10 und darf dementsprechend gleich sofort boxen. So, der Knight of Shrouds hat 4 Attacken mit seinem Schwert der gestohlenen Stunden. Der trifft auf die 3. Ist ziemlich passabel. Und verwundet auf die 3. Auch das ist ziemlich passabel. Das sind 3 Stück. Rend minus 1, Schaden 2 each. Das ist so ein kleiner Angeber, ich sehe das schon. Ja. Ja. Das sind 2 tote Orks. Ja, 2 Tote und einer bleibt ja trotzdem noch, springen ja genau. Rüber, ne? Und dann kommen die Hufe des Pferdes noch. Das auch, ja, das Pferd will aber. Das hätte nochmal auf die 4 getroffen, auf die 5 verwundet ist dementsprechend nichts. Achso. Der Daniel wollte schon würfeln, der will seine Modelle verlieren. Wir machen weiter mit den Hexwraiths, die möchten auf die Big Stabber chargen. Ich hoffe insgeheim, und dass auch die höher als 10 schmeißen. Oh. Eine 7. Gut. Dann bewege ich die da hinten mal rein. So, da sind sie drin. Wir machen weiter mit der Modus Engine. Auch die möchte chargen. Die hat eine 7, aber für die Modus Engine ist das auch relativ irrelevant. Und ich guck mal, wie ich die da rumnavigieren kann, dass meine Spirit Hosts noch möglichst effektiv chargen können. Da ist die Modus Engine reingeklatscht. Der 3er Spirit Hosts hier macht weiter. 10, 10, 10. Eine 7. Ich freue mich immer schon, wenn ich die Sechsen sehe. Ja. Muss ich ja zugeben. Dann der Lord Executioner. Der macht eine 4. Kommt er damit überhaupt rein? Ich glaube nicht wirklich. Ne. Da kommst du. Ne. Ich habe auch keinen Befehlspunkt. Also machen wir mit dem Spirit Host Mob weiter. 10, 10, 10. 11. Eine 6. Das reicht, um reinzukommen, aber für mehr leider auch nicht. Also würde ich mal. Ja, das reicht. Gut, dann bewege ich die mal rein. Auch die Banshee möchte noch versuchen zu chargen. Die möchte den Orks mal direkt ins Ohr schreien. Oder auch nicht. Ich glaube nämlich, mit einer 7 kommt die nicht rein. So, die steht noch hier. Ach, die Banshee steht hier. Die kommt mit einer 7 nicht rein, also will den Orks noch nicht so direkt ins Ohr schreien. Und dann machen wir die letzten Spirit Hosts nochmal. Die ist ja auch mehr so die Chili von sieben. Hinten, die voll. Weißt du? Yeah, yeah, ihr macht das gut! Die Spirit Hosts bewegen sich jetzt auch nochmal rein. Wir, beziehungsweise ich, aktiviere hier die Grimgast Reaper zuerst. Die dürfen immer noch sämtliche Trefferwürfe wiederholen, da die eine noch größer als 5 Modelle ist. Die treffen auf die 4. Diesmal brauchen sie es auch. Die sind, glaube ich, gerade ein bisschen demotiviert, nachdem die erste Schlachtenrunde nicht so gut gelaufen ist. So, 4 oder 5 ist für die egal. Und wieder auf die 4. Ja, guck mal, meine Rede hier hat die schon wieder deutlich mehr angespornt. Und jetzt verwunden die auf die 2. Das sind alle. 3, 6, 9, 12, 13 Stück. 13 mal die 6. Oh. Oha. Da hast du direkt mal 2 Kerlen das Leben gerettet mit den Saves. Wow. Einer tot, 2 tot. Und einer liegt da mit einem 2er-Marker. Ja. Der wird dementsprechend jetzt erstmal auf 1 reduziert. Aber jetzt kommt noch die Friedhofsglocke. Die trifft wieder mit einer 1. Überhaupt nicht. Aber das ist vollkommen okay. Anni, Moment, wenn ich die jetzt wegtue, wäre ja doof, ne? Am sinnigsten wäre es wahrscheinlich, wenn du die oder die hier wegtust. Nicht die hier weg, weil. Dann ist mein Canrave auch direkt nicht mehr im Nahkampf. Ja, genau. Und der 1er-Wundmarker, genau. Balance. So, wo möchtest du als nächstes aktivieren? Ja, dann hau ich mein Big Stabbers zu. Das einzige, die Big Stabber Sounds. Das einzige, was wir heute noch können. Du zählst Würfelchen? Ich zähl Würfelchen. So, die Big Stabbers auf die Hexrays treffen auf die 4. Ja. Ja. Verwunden auf die 3. Ja gut, man muss den ja auch lassen. Ja. So ein Riesenstock ist genau. Nicht so leicht. 3er Safe? Minus, ja, genau. 4er Safe, sorry. Ja, gut. Steht aber. Auf die Mortis Engine. Das war nichts. Töte sie einfach. Die haben sich anders verdient. Okay, dann aktiviere ich als nächstes
den Guardian of Souls. So, der Guardian of Souls schlägt wieder mit dem Hammer des Richters zu. Trifft auf die 3, einen Treffer. Verwundet auf die 2, eine Verwundung. Eine Verwundung. Ein 6er Save, der macht 2 Schaden. Dann haben wir 2 Schaden. Oh, so langsam wird die Horde ausgedünnt. Aber so wirklich. Haben die 2 Lebenspunkte? 3. Achso. Ja. So, einen weg und. Nee, er geht dann auf 2. Er geht auf 2, genau so war das. So, so, deine nächste Aktivierung. Ja, das sind dann die Arrow Boys, aber ich rück mal dran und Zimmerwürfel. So, da ist der Daniel einmal reingeparellt, hat seine Attacken auch schon vorgezählt. Ja. So, dann Hidi. Genau. Auf für die ersten. Das sind insgesamt die Treffen auf die 4 mit ihren Pfeilen. Die stecken mir die Pfeile jetzt in die Augen. Ja, so in etwa. Scheint echt etwas erschwert zu sein, zu treffen gegen Geister. Und auf die 5 und nix. Gut, dann. Dann einer hier auf die Grünen. Ja. Trifft. Auf die 5. Nichts. Dann die nächsten. Hier die alle auf die. Auf die 4. Auf die 4. Oh. Und die letzten 3 auf den Nether Shrouds. 2 Treffer. Die wollen es den anderen nochmal zeigen. Der Nether Shrouds hat einen 4er Safe. Und den Pfeil im Auge. Die wollen es den anderen echt nochmal zeigen. Ist das traurig. Ich aktiviere als nächstes die Mortis Engine. Die Spectral Hosts an der Mortis Engine schlagen zuerst zu. Auf die 6. gibt es Mortal Wounds. Ja, das sind mal wieder 4 Mortal Wounds. Basisch treffen die auf die 5, also 3 normale Treffer. Und verwunden auf die 4. Nochmal 2 Verwundungen. Da das für dich ja keinen Unterschied macht, sind es 6 Verwundungen. Einer steht. Einer 5 tot, Schadenspunkte. 2 Tote. Wir sind bei den Big Stabbers. Achso, oh. Genau. Vielleicht einer, machst einer dir, komplett weg und einer. Der Corpse Master kloppt auch nochmal von oben runter. Der trifft aber nichts. Also von daher, da ist es ganz schnell wieder vorbei. 2 sind ja weg. Einer hat ja noch einen. Gut. Und die den. So. So. Auf die 4. Ah, schon mal nicht so geil. Nee, aber Trefferwürfe von 1 dürfen ja wiederholen. Ja. So. Und jetzt auf die 3. Ja. Wir wollen es wissen. Dann habe ich 2 Vierer Saves. 2 Tote. Konstant. So, das gleiche nochmal mit den Pferdchen. Pferdchen. Das sind aber fette Pferdchen mit ziemlich kurzen Beinen. Aber auch lecker. Mhm. Auf die 4. Oh, das sieht aber. Die wollen. Die haben mehr Bock. Die sind nicht so demotiviert. Und auf die 4. Naja, macht's auch nicht besser. 3 Stück. Nochmal 3 Vierer Saves. 2 Stück stehen. Dementsprechend haben wir hier 3 Tote bei den Grimghast Reaper. Die Hexwraiths kämpfen als nächstes. Ich habe die schon mal reingeschoben, soweit es ging. Dementsprechend dürfen 4 Stück kämpfen mit 2 Attacken pro Modell. Das heißt, diesmal schlagen sie mit 8 Attacken zu. Die treffen auf die 4. 6 sind sofort Mortal Wounds. Und verwunden auf die 3. Das sind 2 Verwundungen. Also 3 Stück insgesamt. Ne? Genau, 3 Stück für dich insgesamt. 2 Stück stehen. Die Hexwraiths machen auch nur einen Schadenspunkt. Aber die Pferdchen dürfen noch draufhauen. Die haben ja gerade auch ganz schön was gerissen. Auf die 4. Und auf die 5. Eine. Der ist durch. Hier nochmal, das war der Wurf. Dann machen wir weiter mit den Spirit Hosts und ich zähle mal Würfelchen vor. Der erste Dreimob Spirit Host kloppt eine Runde drauf. Und da sehe ich schon die 6. 1, 2, 3. Und 3 normale Treffer. 4. 4 normale Treffer. Wie gesagt, ich bin irgendwie nicht in der Lage zu zählen.
Und nochmal 3 Verwundungen dazu, dementsprechend sind wir bei 6 Verwundungen. Das sind alle 6. Und ich mache dir direkt die nächste Rutsche Spirit Host weiter. Ja. Ist eigentlich egal, wo ich die rausnehme, ne? Ja, im Grunde genommen kannst du nicht verhindern, dass die Spirit Hosts draufkloppen. Nee. Also. Wolltest du ein bisschen Bedenkzeit haben? 2 für 6. Oder? Nee, nur zack, die 6. Okay. Der nächste Host. Der Würfel ist bis nach hier hinten geflogen, war aber eine 3. 2 Sechsen haben wir da. Und 4 Fünfen. Und dann sind wir bei 3 Verwundungen. Also 5 insgesamt, ne? Wieder. Ne, 3 Stück nur. Insgesamt. 3 Stück? Ja. Ja, ist trotzdem. Wären so oder so 3 Tote, ja gut, da muss ich dir natürlich recht geben. 1, 2. Ah ne, warte mal, bei 3 Wunden wären es 1,5 Tote. Das heißt, einer. Und hier hat noch einer einen. Genau, knallt noch raus. Ja, zack. Und ja, dann peilen die hier. Ups. 3 Zoll rein. Weil die sind die mit mehr Attacken. Da bekomme ich schon Probleme, die ganzen Würfel aufzuheben. So. 1, 2, 3, 4, 5 Sechsen, das heißt, das sind 5 Mortal Wounds. Und 2 Fünfen. Eine von den 2 Fünfen wird auch als Wunde verwandelt. Dementsprechend gibt es nochmal 6 Wunden für den Squad. Nochmal. 1, 2, 3 Stück. 3 Tote. Und ich guck mal, ob ich den Knight of Shorts mit 3 Zoll Nachrückbewegung noch reinbewegt kriege. Der Knight of Shorts darf mit seinen 3 Zoll Nachrückbewegung, würde der bis nach hier hinkommen, ist dementsprechend nicht mehr im Nahkampf. Demzufolge haben wir den Nahkampf durch. Müssen die Moralcheck machen? Die Stubbers, die haben. Die Big Stubbers haben eine 7er. Die haben eine 6er. 6er Moral minus 1, ja. Weil da direkt welche stehen. 5er Moral also. Bei einer 6er als Wurfergebnis sind die beiden, die noch leben, geflohen. Ja, das ist echt bitter. Ja, okay. Gut, der Daniel schmeißt nochmal mit letzter Kraft 2 von den Stäben in mich hinein. Das sind, wenn sie tot sind, dürfen wir nochmal D3 tödliche Verwundung machen. Genau. So. Das sind 3 tödliche Verwundungen für meine Hexwraiths. Dementsprechend gehen mir hier 2 Flöten. Die sind aber nicht endgültig tot. Ja, aber weg. Hier fliehen durch die hohen Verluste sowieso schon 6. Der Daniel erwürfelt jetzt, wie viele noch zusätzlich fliehen. 11 Stück rennen weg. Das ist natürlich ein super tolles Ergebnis für mich, weil der ganze Trupp ist jetzt Geschichte. Oh Mann, als Ork, wie kann man als Ork weglaufen? Die haben doch so einen Mut. Ja, jetzt haben wir noch hier einen Moralcheck. Da sind 3 Modelle gestorben, die haben eine 7er, 6er Moral. Bei einer 1 ist auch da weiterhin aber alles okay. Jetzt sind mehr Orks geflohen als gestorben. Ja, also das kann man fast so sagen, aber ich habe dir ja schon gesagt, es wird gespenstig heute. Weil wir beide 2 sehr intelligente Pflaumen sind. Ich drück's jetzt mal so aus. Bei Age of Sigmar ist man ja bei 3 Zoll schon im Nahkampf befindlich. Da haben wir jetzt soweit nicht drauf geachtet. Der Daniel möchte hier aber auch nicht nochmal zuschlagen. Er sagt, das macht den Braten auch nicht fett. Aber es wird jetzt relevant für den Punkto mit Daniels Befehlsfähigkeit. Genau. Er setzt seine Befehlsfähigkeit ein mit einem Punkt, dass er 3 Zoll nachrücken und angreifen darf. Mhm. So, das wäre jetzt. Genau. Das sind dann 5 Attacken. Oha. Das hätte den Braten vielleicht doch fett gemacht. Obwohl, den dann zuerst zaubern besser, ne? Du kannst das in beliebiger Reihenfolge durchführen, von daher. Dann zauber ich zuerst. Okay. Er zaubert seinen. Wie heißt er? Gorgs Fäuste. Ja. Auf hier die beiden. Oft auf die Hexwraiths. Ja. Hat einen Zauber von 8. Was machen die? Warte, ich wirf. Oh, 12. Gorgs Fäuste, ein Zauber wird von 8. Wurde der Zauber erfolgreich gewirkt, so wählst du eine feindliche Einheit innerhalb von 18 Zoll. Wirf einen Würfel für jedes Modell der Einheit, für das der Wirkende sichtbar ist. Für jede gewürfelte 6 erleidet die Einheit eine tödliche Verwundung. Wurde der Zauber mit einem Pasch gewirkt? Ist er. So erleidet die Einheit stattdessen für jede gewürfelte 5 oder mehr eine tödliche Verwundung. Also 3 Würfel schmeißen. 3 Würfel. Ja, schön.
es schließt sich so an den Rest deiner Würfelergebnisse an. Auf jeden Fall, da braucht man nichts mehr groß zu sagen. Ja, vollkommen richtig. Dann wolltest du hier hinten noch zaubern oder willst du erst kämpfen? Der kann zwei. Der kann zwei, okay. Er kann zwei. Er würfelt jetzt noch brutale Bestiengeister auf ihn. Ja. Das hat auch einen Zauberwert von 6. Ist eine... Erfolgreich. Erfolgreich. Hast du was zum Bannen? Nein, mein einziger Bannmann steht da hinten. Das heißt, er darf kriegt jetzt plus 1 auf Rennen, Angriffs- und Trefferwürfe. Okay. So, dann würde ich jetzt auch gleich hier... Jetzt kloppt er mit seinen 5 Attacken zu. 5 Attacken, weil plus 1 aufs Treffen ist schon sinniger jetzt, ne? Ja, durchaus. Das heißt, er trifft auf die 2. Einser darf er wiederholen wegen seinen Glücksknochen. Ja, trifft alle. Und jetzt verwundet er auf die 3. Das sind 2, 4 Stück. Rand interessiert dich ja, denke ich mal, nicht. Ne. Aber Damage 2. Das sind 3 Stück, die durch sind. Dementsprechend bekomme ich 6 Schadenspunkte. Ja. Und das sind 2 komplette Bases, die tot sind. Mein größter Erfolg heute. Ich glaube, das hätte doch einen Unterschied gemacht, wenn du mit dem nochmal zugeschlagen hättest. Der hätte ja nicht den Zauber gehabt, plus. Ja gut, aber trotzdem. Aber er möchte noch zaubern. Er möchte noch zaubern, und zwar den Knochengeist. Nee, Quatsch. Doch, Knochengeist. Ja. Was macht denn der Knochengeist? Hat Zauberwert von 4. Trefferwürfe von 1 wiederholen. Ist erfolgreich gecastet. Ich guck mal, ob ich den gebannt kriege. Ja. So gerade eben. So gerade. Also hätte ich mich auch mehr bemühen können. Ja. Bannen. So. So, dann war das... Die Befehlsphase, die Heldenphase. Und aber jetzt dürfte er quasi noch seine... Er darf noch normal chargen und alles, klar. Meine Bataillonseigenschaft, dass er sich schon mal bewegen darf, ist am Ende der Heldenphase. Ja. Dann darf er sich jetzt noch mal... Wobei, hat er nicht mit seiner Bataillonseigenschaft zugeschlagen? Nee, das war die Befehlsfähigkeit. Okay, gut. Dann darf er sich noch mal ganz normal bewegen. Der will unbedingt den Knight of Swords noch killen. Ich habe gesagt, wenn er heute im Spiel stirbt, dann schmeiße ich den gegen die Wand. Echt? Komm, das schaffe ich. Ich habe ja noch einen. Und der bewegt sich, was? 9 Zoll. Ja, der muss auch mal hier mitlöschen, ja, ne? Alles oder? Rein da, los! Rein da. Gut, dann sagt er einen Charge an. Ja, ich würde jetzt gerne Abwehr vorgeben, aber ich darf leider nicht. Ah, oh nein! 7 Zoll, so gerade. So gerade. Und hier das Schweinchen hier oben. 6 Zoll, das reicht natürlich locker auch flockig. So gerade. So. Dort fange ich auch hier unten an zuzuhauen. Ja, wieder mit 5 Attacken, ne? Wieder mit 5 Attacken. Auf die 2. Ja. Auf die 3. Ja. 4 Stück. 4 Stück. 4x 4er Safe. Und weißt du, was ich das ganze Spiel vergessen habe? Nee. Totlose Dieter? Totlose Geister. Oder so. Ich habe jetzt nämlich noch. Von 2, ne? Ja, 6 totlose Geister habe ich jetzt nämlich noch. Ja, dann bekommt er 4 Schadenspunkte und hat noch ganz genau einen Lebenspunkt. Verdammt! Der wird wohl heute. Der will nicht. Merkst du, ne? So. Kann ja nichts mehr, jetzt gibt's doch nicht. Ich aktiviere meine Grimgast Reaper als nächstes und selber Würfel. 6 Stück sind es noch von meinem Grimgast Reaper, beziehungsweise 7, aber der Scheiß Ex-Toller kommt her später. Ich darf Trefferwürfel leider nicht mehr rerollen. Das sind 5 Treffer und 5 Verwundungen. 5 Saves dann aber vom Daniel. Keiner steht, dementsprechend gibt es da 5 Schadenspunkte. Mhm. Und dann kommt noch der Scheiß-Ex-Toller. Der entscheidet sich ausnahmsweise mal zu treffen. Ja, du kannst schon entfernen, weil die Verwundungen werden eh danach abgehandelt. Verwundet auf die 2, der verwundet auch. Der Rank minus 1 und Schaden 2, wenn dadurch ein Modell stirbt jetzt gleich. Stirbt er nicht, weil es 3 sind. Oh, ja. Dann bekommst du nochmal 2 Schaden auf einen. Gut, wo möchtest du als nächstes aktivieren? Dann haut er zu. Gut. Mal eben gucken, was er kann. So, der Daniel ist begeistert. Eine Attacke und ich habe den Stab so mystisch böse angemacht. Auf die 4. Ja, schön. Trifft nicht. Das Schwein, 2 Attacken auf die 4. Trifft nicht. Gut, ich mache weiter mit meinem Knight of Shrouds. Der macht einmal, 4 Attacken mit seinem Schwertchen.
Drei davon treffen. Ich glaube, da will jemand Rache. Nur eine Vermutung. Und auf die dreien verwunden. Zwei Verwundungen. Rand juckt dich ja nicht. Nee, ist immer nur der Sechser. Weil der Vierer geht nur gegen tödliche Wunden. Einer. Ja, jetzt passiert aber was Tolles. Find und zwar, wenn ich Verwundungen durch die Klinge mache, heilst du eine Verwundung, die diesem Modell zugewiesen wurde. Ich musste da einmal kurz das Wording nachlesen. Für jede Verwundung, die ich mache, da es ja jetzt nur eine Verwundung war, die zwei Wunden gemacht hat, heilt er nur einen Lebenspunkt. Aber die geisterhaften Hufe und Zähne sind zwei Treffer. Und keine Verwundung, das heißt, da sind wir durch. Du hast die nächste Aktivierung, Daniel. Ich hab nichts mehr. Deine Jungs. Achso, die Schweinchen, das stimmt. Die Schweinchen. Gut. So, da kommen sie. So, auf die Vieren. Die wollen auch nicht auf mehr. Auf die Dreien. Einer. Ein Vierer Safe. Steht nicht, da ist ein Reaper gleich tot. Die Schweinchen auf die Vieren. Und nochmal auf die Vieren. Einer. Ein Vierer Safe. Steht. Also ein Reaper wird da sterben. So, die Spirit Hosts haben sich da ein bisschen reinpositioniert und kloppen jetzt mal zu. Das sind immer noch die, die gebufft wurden. Zwei Mortal Wounds machen sie schon mal. Und zwei weitere normale Verwundungen könnten sie dazu noch machen. Eine davon machen sie auch. Das heißt, der Chef hat jetzt drei Saves. Ja, zwei aber zwei waren es tödliche Wunden, ne? Zwei sind tödliche. Ja, genau. Die habe ich ja auf dem 4+, wegen meinem, ja. Generals. Ach ja, tödliche sind ja blöd gegen den. Ja. So, der steht. Und eine normale steht nicht. Dann hat er noch eine. Ah, nein! und dann aktiviere ich hier den Guardian of Souls. Der kloppt zweimal auf den Mage zu. Trifft auf die Dreien. Der trifft irgendwie immer nur einen. Verwundet auf die Dreien. Keine Verwundung. Boah. Und ich hätte hier eine heroische Intervention machen können. Habe ich aber verpennt. Kannst also du gerne ist machen. Vollkommen irrelevant. wir sind damit durch mit dem zweiten Spielzug. Es steht echt wenig noch eigentlich, ne? Ja, und da ist von mir steht noch wenig. Von dir steht noch. Muss ich hier noch Moral? Ah, die, genau, du hast zwei Modelle verloren. Ja. Du hast eine 7er Moral. Ja. Ja, eine 6er Moral. Eine 6er Moral durch meine Grimgar Reaper. Das heißt, theoretisch könntest du auf die 5 oder 6. Modell verlieren. Nö. Aber das habe ich mir schon gedacht. Und wir haben unseren zweiten Roll-Off, Daniel. Das ist so wichtig. Ah! Eine 6. Dementsprechend haben wir jetzt gleich Nighthound, Spielzug Nummer 3. So, der Lord Executioner benutzt in der Heldenphase seine Befehlsfähigkeit, um hier wieder D3 Modelle hinzuzufügen. Seine Generalseigenschaft. Das sind drei. Zwei sind nur gestorben, dementsprechend kommen die zwei halt einfach wieder. Ach, Modelle, nicht Lebenspunkte. Ja, genau, das ist da ganz wichtig. Modelle, nicht Lebenspunkte. Und er hier möchte mal versuchen, die da zu regenerieren. Dazu brauche ich einen Zauberwurf von 6 oder mehr. Ich habe eine 6, jetzt kommt es drauf an, brauche ich 6 oder mehr oder 7 oder mehr. Ich brauche einen Zauberwert von 6 oder mehr. Ich hoffe jetzt für dich für einen guten Bandwurf. Yay! Das gönne ich dir vollkommen, Daniel, weil sonst wäre ich ja nahezu unbeschädigt hier rausgegangen. So, und wir machen jetzt weiter mit der Bewegungsphase. Bewegungsphase, die Banshee hüppert einmal hier rüber, damit sie auch ja nicht mehr in den Nahkampf kommt. Du willst ja noch jetzt wohl nicht weg applaudieren hier, ne? Immortus Engine kommt darüber. Hä? Du willst ja noch jetzt wohl nicht weg applaudieren. Den applaudiere ich jetzt gleich weg. und das Scanrife geht hier nicht näher dran, aber... Ach, halt, stopp. Den Elbercharge merken wir uns nicht, weil ich bin jetzt in der Fernkampfphase und nicht in der Nahkampfphase. Ich wollte gerade sagen, ich bin ein bisschen verwirrt. Und wir fangen an mit der Mortis Engine. Und zwar wird die als erste Aktion schießen und danach gegebenenfalls ihren Reliquienschrein mal. Nein, ich fange mit der Banshee an. Die soll ja auch noch was gemacht haben. Obwohl, wir sind gerade am Ende der Bewegungsphase... Ich brauche noch Verstärkung. Ja, die brauchst du ganz dringend. Die brauche ich dringend hier hinten. Hat der da nämlich gerade darauf hingewiesen. Hier sind meine Reihen kurz davor zu brechen. Und deswegen kommen jetzt hier die Glaive-Rave Stalker rein. So, die sind nämlich noch nötig jetzt. Ja, die brauchst du. Und jetzt schreit die Banshee mal ordentlich deinen Propheten eine Runde an. Auf der Tribüne. Der sitzt dann nur auf der Tribüne und deswegen schreit die den an. Mit einer 5 wird das aber so gar nichts. Die Banshee möchte einfach nicht heute. Nee, die ist nicht,
Ja. Ihre Freundin, du musst auch zwei, drei mitnehmen, hat die so. Ja, ich glaube auch. Nur, nur in einem Pack, gut, ja. Wir machen mit der Mortis Engine weiter, zuerst auf deinen Boss. Eine 9, damit bin ich sicherlich über der 7er Moral. Dann gibt's die drei tödliche. Eine. 50-50 Chance. Come on, tödliche, der Boss kann jetzt zeigen, was er kann. Plus. Ja! Ja! Er steht! Und auf deinen Propheten? Der Propheten hat aber 8. Ich muss auch 2 würfeln für die Moral. Ich habe eine 12 für die Moral. Okay, ist das gut. Und mache 2 tödliche. 2 tödliche. Da hat der Prophet nur die 6er. Einer. Und dann öffnet die Mortis Engine jetzt noch ihren Reliquienschrein. 5. Und ich lese mir das Ganze vorher einmal schön durch, damit ich gleich keine Fehlerchen mache. So, die Engine öffnet ihren Reliquienschrein. Die Reichweite beträgt 9, 15 Zoll. Ich würde mal behaupten, das ist alles, was dort steht. Ja, aber der schwirbt ja nochmal hier oben, ne? Der bekommt zuerst die 3 tödliche. 2. Das sind tatsächlich 2. Dann hat er noch 3. Dann dein Warboss. 2. Komm, Junge. Zeigert. Das schafft er. Los, los! Ah. Einer da. Er hat nur einen. Ich will aber trotzdem noch. Der wäre geschafft. Oh. Tot. Und mein Knight of Shrouds heilt D6. D3. Das wäre eine 5. Aber ich habe jetzt eine 4 gewürfelt. Auf dem Tisch zählt schließlich. Damit geht er wieder auf 2 Schadenspunkte hinunter. Und wir kommen in die Charge-Phase. Die Kernwraith möchte zuerst chargen. 8 Zoll, das reicht. Und dann möchten die Glaive Stalker chargen. Die Verstärkung von denen ist nämlich überlebenswichtig. Ich würde den gerne rerollen, aber ich darf nicht, weil ich habe keine Befehlspunkte. Ja. Ah, schade. Bitter, bitter. Gut, yes. Ich aktiviere jetzt als erstes die Grimgast Reaper und die positionieren sich mal rein. Die Reaper kloppen hier eine schöne Runde. Treffer wiederholen dürfen die leider immer noch nicht, auch wenn die das echt so langsam brauchen würden. Was? Und verwunden auf die 2. Das sind 4 Verwundungen. Rent minus... juckt dich hier nicht. Nee. 3 Schadenspunkte, die durchkommen. Hier hatte einer noch einen Lebenspunkt. Ja, dann ist 3, ja, hat der noch einen. Und dann kommt der Scheiß Ex-Toller. Trifft. Verwundet. Oh. Oh, oh, jetzt kommt's. Ja. Oh. Da steht er safe. Wen möchtest du aktivieren? Also, ja komm, nehme ich hier den. Okay, du nimmst den. Eine Attacke hatte der ja, ne? Ja. Nee, ich glaube nicht. Nee, auf die 4. Das Schweinchen auch auf die 4. Einer auf die 4. Nö. Gut, dann kommt der Guardian of Souls. Kann man das auch so machen? Der einsame Reiter kloppt zurück. Wir haben uns wieder ein bisschen gefangen. Ey, einer. Ein Treffer. Auf die 3 plus. Jawohl. Eine Verwundung. Ein 4er Safe. 6er Safe. Ach komm. Ja, 2. Die Schweinchen. Ja. Ja, dann kommen jetzt 2 4er Safes. Ach Gott, das geht auch. Wie unmöglich ist das? Die Kernwraith haut zu, die trifft nur auf die 4, wenn die aber einen 6er beim Treffen hat, dann macht die eine tödliche. Einer. Und einer normal. Und die verwundet auf die 3, beziehungsweise auf, ja, ist irrelevant, eine tödliche Verwundung. Ja. Ein Schadenspunkt für deinen Priest, hatte der schon Schaden? Nee. Nee. Gut. Dann kommen wir jetzt zu Orks Spielzug nochmal. Möchtest du den Spielzug noch machen? Nein, ist, glaube ich. Gut, dann ja. Schönes Spiel. Und wir sehen uns gleich in der Ampel wieder, Leute. Wie in der Schule. Okay, erfüllt. Ich habe das ja. Piepsen nicht gehört. Hatte letztens mit Dennis und Tobi zwei Spiele mit Ambo gemacht. Und dann haben wir gemerkt, oh, wir haben euch getroffen. So, ja, da sind wir in der Postgame-Show. Ich würde mal behaupten, wir haben jetzt nicht mehr ausgewertet. Das war ein ganz schönes Gemetzel. Ja, das war
Schmerz, purer Willen. Ja, der Daniel ist heute zum Glück für zwei Spiele da. Ja. Sonst hätte es mir echt leid getan, dass er die Anreise auf sich genommen hat für so ein Spiel. Aber ich habe es dir gegönnt. Die Rache gegen die Orks. Dankeschön. Ja, nachdem ich die Orks letztes Mal so hochgenommen haben, habe ich so ein bisschen Rachegelüste entwickelt und die jetzt auch heute... ja, die hast du ausgegeben, hast du richtig ausgegeben. Vollkommen auf den Tisch gebracht, ganz genau. Ich hoffe, euch hat es genauso viel Spaß gemacht wie uns. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, immer fein. Weitermoschen.